Ein Blender. Wahrscheinlich ein russischer Spion. Eine Figur wie aus einem schlechten Roman. Weltweit gesucht. Jan Marschalek. Jan Marschalek. Marschalek. Vermutet wird er in Russland. Jan Marschalek liebte das aufregende Leben, Reisen rund um die Welt, Luxus, Fallschirmsprünge. Ein Mann, dem alle glaubten. Ich würde schon sagen, dass Jan Marschalek charismatisch ist. Das Bild, das man oft vom etwas arroganten und auch sehr lauten Österreicher hat, der weiß, was er will. Zur Erinnerung, Jan Marschalek saß im Vorstand von Wirecard, dem deutschen Vorzeigeunternehmen, bis 2020 das Lügenkonstrukt zusammenbrach. Übrig bleibt der Verdacht auf schwere Straftaten. Lobbyismus bis ins Kanzleramt und verschwundene 1,9 Milliarden. Und Jan Marschalek? Nicht mehr auffindbar. Insgesamt sind es die Tatvorwürfe des gewerbsmäßigen Bandenbetruges, der Untreue, der unrichtigen Darstellung, der Marktmanipulation in mehreren Fällen. Damit nicht genug. Neue Recherchen belegen, Marschalek hatte seit Jahren Kontakte in dubiose russische Netzwerke. Wie in einem schlechten Roman. Mit russischer Geliebten, Kontakt zu Söldnertruppen und falscher Identität als orthodoxer Priester. Frontal. Jan Marschalek. Ein Blender als Spion? London. Im vergangenen Sommer heben britische Fahnder einen Agentenring aus. Jetzt sitzen hinter diesen Mauern vier Männer und zwei Frauen, die für Russland spioniert haben sollen. Nach außen führten die mutmaßlichen Agenten ein unscheinbares Leben, präsentierten es sogar im Netz, arbeiteten als IT-Unternehmer, als Kosmetikerin, engagierten sich in Integrationsvereinen. Doch laut Anklage sollen die mutmaßlichen Agenten Informationen gesammelt haben, die direkt oder indirekt nützlich für einen Feind sind und damit der Sicherheit und dem Interesse des Staates schaden. Und das gemeinsam mit Jan Marschalek. Die Ermittler in London sind überzeugt, Marschalek hat mit einem Agentenring zusammengearbeitet, und zwar im Auftrag Russlands. Bei der Durchsuchung fanden Ermittler elektronische Überwachungsausrüstung und 19 gefälschte Dokumente, darunter Presseausweise. Als mutmaßlicher Anführer des Agentenrings gilt der Geschäftsmann Orlin Russev. Ein alter Bekannter Marschaleks aus Wirecard-Zeiten. Was sich jetzt schon sagen lässt, ist, dass der Wirecard-Skandal sich immer mehr zu einer Agentenstory entwickelt. Denn tatsächlich gab es Kontakte zwischen Jan Marschalek, dem Wirecard-Vorstand, und der mutmaßlich russischen Agentenzelle in Großbritannien. Das zeigen einige wenige E-Mails, die auf Jan Marschaleks Dienstrechner gesichert werden konnten. Die ersten stammen aus dem Frühjahr 2015. Orlin Russev, der mutmaßliche Kopf der Agententruppe, bietet Jan Marschalek das Telefon eines chinesischen Händlers an. Im Anhang schickt Russev Fotos und Datenblatt des Telefons, das an ein Autohandy erinnert. Warum er Jan Marschalek ein Spezialhandy anbietet, ist unklar. Fest steht, beide sind im regen Kontakt. München, Juni 2015. Marschalek passiert offenbar ein Missgeschick, das wir rekonstruieren können. Der Wirecard-Manager Marschalek ist unterwegs mit dem Taxi. Nach dem Bezahlen vergisst er sein Mobiltelefon, lässt es im Taxi liegen. Wenig später schreibt Marschalek dem mutmaßlichen russischen Agenten Russev. Kannst du vielleicht eine Push-Nachricht auf den Sperrbildschirm meines Handys schicken und eine Belohnung ausrufen für die Rückgabe? Der Finderlohn soll 1.000 Euro betragen. Doch vergeblich, denn das Telefon ist komplett aus. Einen Tag später gibt der Taxifahrer an der Wirecard-Zentrale das Telefon ab. In einer E-Mail dankt Marschalek Russev für seine Hilfe. Dieser antwortet und gibt ganz nebenbei preis, dass er mit einem berüchtigten Überwachungstool versucht hat, Marschaleks vermisstes Handy zu orten. Meine Hilfe war nicht besonders groß, aber werde dir die SS7-Logs schicken, sobald ich sie habe. SS7-Logs. Für Sicherheitsexperten ein alarmierendes Kürzel. Es zeigt, über welche Überwachungsmöglichkeiten Marschaleks Geheimdienstkontakt verfügt.
Der Zugang zum SS7-Netz ist ein Spionagewerkzeug, wie man sich besser kaum vorstellen könnte. Man kann den Standort abfragen, auch mehrfach, um Bewegungsprofile nachzuvollziehen. Man kann Textnachrichten lesen, man kann Gespräche mithören. Und das alles gegen, zumindest damals, alle Menschen, die ein Mobiltelefon hatten. Auf dem Weg nach Prag. Unsere Spurensuche führt uns in die tschechische Hauptstadt. Hintergrund sind E-Mails aus dem Juni 2015. Das Jahr, in dem Marszalek und sein House of Wirecard erstmals negativ in die Schlagzeilen geraten. Marszalek versucht, seine Mobilfunknummer auf ein tschechisches Netz zu übertragen und er soll ihm offenbar dabei helfen. Anton Grischajew, russischer Unternehmer. Er hat in Deutschland, Polen, Tschechien Internet- und Mobilfunkfirmen gegründet. In Lettland betreibt er sogar eine Firma gemeinsam mit dem mutmaßlichen russischen Agenten Russev, der sich in London vor Gericht verantworten muss. Die Suche nach dem Geschäftsmann führt uns in die lettische Hauptstadt Riga. Wir wollen wissen, warum spielt Marszaleks Agentenstory immer wieder im Umfeld von Unternehmen, die sich auf Mobilfunkdienstleistungen spezialisiert haben. Wenn mutmaßliche russische Agenten Telefonfirmen gründen, könnte ein Beweggrund sein, Zugang zu SS7-Technologie und zum SS7-Netz zu bekommen, dadurch eine Spionagemöglichkeit zu schaffen, die normalerweise nicht zugreifbar ist. Weiß der russische Geschäftsmann Anton Grischajew etwas über Marszaleks Geheimdienstkontakte? In Riga angekommen, erfahren wir, dass Grischajew Europa längst verlassen hat. Doch über Umwege und einen Mittelsmann können wir mit ihm in Kontakt treten. Er schickt uns seine Antwort als Sprachnachricht. My name is Anton Grischajew. I'm Russian origin. For the last almost 20 years I'm dealing with different telecom projects. Erstmals äußert er sich. Jan Marszalek kenne er nur aus den Nachrichten. Bei Orlen Russev habe es sich um einen Geschäftskunden gehandelt. I remember ask me if it's possible to port international number to a different network. So I ask my partners, but they refused it. Grischajew fällt sich bedeckt. Eins ist ihm jedoch wichtig. No, I never worked for the Russian intelligence service or any other institutions. And I used to emigrate to Russia in 2004. Es bleiben Fragen. Wie eng war der Kontakt zwischen Grischajew und dem mutmaßlichen Spionagering, an dem auch Marszalek beteiligt war, wirklich? Das müssten Ermittlungsbehörden und der Prozess in London klären. Einen werden die Richter nicht befragen können, den flüchtigen Jan Marszalek. Doch wo ist Europas meistgesuchter Mann? Gemeinsam mit Reportern von Spiegel, der Standard, der russischen Investigativplattform The Insider recherchieren wir weitere Spuren. Eine führt uns zu dieser Frau. Jewgenia Koruchina, mutmaßlich eine Helferin des russischen Geheimdienstes. Sie besorgt einen neuen Pass für den untergetauchten Marszalek. Und so wird im Herbst 2020 aus dem Österreicher Marszalek ein Russe. Deckname Konstantin Bajasow. Dessen Passakte liegt dem Rechercheteam vor. Konstantin Bajasow gibt es wirklich, geboren am 24.11.1981. Doch die Akte wird von den Russen manipuliert. Ein Foto von Jan Marszalek eingefügt. Es ist undenkbar, dass das auf dem kleinen Dienstweg geschieht, sondern da muss man einflussreiche Fürsprecher haben, die das dann veranlassen. Es gibt eine Befehlskette und die funktioniert. Und wenn man sowas tun will, dann braucht man die aktive Unterstützung des Sicherheitsapparats. Lipezk, rund 400 Kilometer südwestlich von Moskau. In der Kirche der Verklärung des Herrn feiern Gläubige den Beginn der Fastenzeit. Und dann taucht er auf, der echte Konstantin Bajasow, ein orthodoxer Priester. Ihn hier anzusprechen wäre zu gefährlich für Journalisten. In Putins Russland droht jedem Haft, der Fragen zu einer Geheimdienstoperation stellt. Also rufen wir den Priester Bajasow, den Doppelgänger von Marszalek, von Deutschland aus an. Mein Name ist Joachim Bartz, ich bin Journalist beim deutschen Fernsehen ZDF. Bin ich mit Herrn Bajasow verbunden? Ja, Sverzans, Gospodinem Bajasowim.
Was wollen Sie? Ich möchte mit Ihnen über den Fall eines österreichischen Geschäftsmanns, Jan Marschalek, sprechen. Ist Ihnen diese Person, der Geschäftsmann Jan Marschalek, bekannt? Bei Jasow bricht das Gespräch ab. Wir versuchen es wieder. Sind Sie das, Herr Bajasow? Vielleicht. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie als Journalist begreifen müssen, dass wir nicht mit Ihnen reden können. Wirklich nicht. Warum weigern Sie sich, das zu verstehen? Aha. Er hat aufgelegt. Jan Marschalek, untergetaucht mit der Identität eines russischen Priesters. Doch Marschaleks Russland-Connection reicht lange zurück, mehr als 10 Jahre. Damals lernt der Wirecard-Manager diese Frau kennen, die Russin Natalia Slobina. Beide werden ein Paar. Gemeinsam reisen sie immer wieder durch Russland, zum Beispiel zum Kampfjet-Fliegen. Marschaleks Geliebte spielt in einer Billigproduktion eine Agentin, die Menschen mit Nervengift tötet, wie der russische Geheimdienst FSB. Nicht nur im Film, auch im wirklichen Leben scheint Slobina gut vernetzt mit russischen Sicherheitsbehörden. Nizza, Sommer 2014. Auf einer Yacht stellt Natalia Slobina ihrem Geliebten einen Mann vor. Eine Begegnung, die Marschaleks Leben offenbar nachhaltig verändert. Der Name des Russen Stanislav Petlinski, Spitzname Stas. Stanislav Petlinski ist eine ziemlich undurchsichtige Figur. Der hat einen Hintergrund, der kommt aus dem russischen Sicherheitsapparat, hat in der Präsidialverwaltung in der russischen gearbeitet, er hat Kontakte zum Militärgeheimdienst GRU und inzwischen betreibt er ein Geschäft, das man vielleicht als Söldnertum beschreiben könnte. Er selber nennt es Sicherheitsdienstleistungen. Mit seinem neuen russischen Freund Petlinski reist Marschalek im März 2017 nach Syrien, nach Palmyra. Russische Söldner hatten dort an der Seite des Assad-Regimes die historische Stadt von Rebellen zurückerobert. Milizionäre folterten in diesem Krieg andernorts Zivilisten zu Tode. Fotos zeigen den Wirecard-Vorstand mit Helm und Schutzweste in Palmyra und seinen russischen Freund an der Panzerfaust. Marschalek findet offenbar Gefallen an der Welt der Söldner. Benghazi in Libyen. Im Sommer 2017 will der damalige Wirecard-Finanzchef Marschalek im Bürgerkriegsland Geschäfte machen, eine eigene Söldnertruppe aufbauen, mehr als 10.000 Mann stark. Kilian Kleinschmidt traf Marschalek persönlich. Der stellte ihm seine Söldnerpläne vor. Es sei wichtig, auch die Grenze abzusichern. Da würden ja viele Migranten über die Grenze kommen. Es war so sein Thema und das müsste man irgendwie alles stoppen. Und da könnte ihm vorschweben, dass man eine Grenzschutztruppe aufbaut. Kleinschmidt bekommt mit, welch krude Gedanken Marschalek dazu hat. Da meinte er, wir müssen doch über die neue Ausrüstung sprechen und das neue Equipment. Und ja, vor allen Dingen die neuen Bodycams, die sind ja wirklich geil. Und da haben wir auch ganz tolles Videomaterial, das kann man aber nicht zeigen, weil die Jungs erschießen ja alle Gefangenen. Darüber hat er gelacht, haha, die Jungs erschießen ja alle Gefangenen, das können wir ja nicht nutzen. Fotos zeigen Marschalek in Libyen. Hinter ihm der Schriftzug der russischen Söldnerfirma RSB Group. Den Kontakt zu den Söldnern soll sein russischer Freund hergestellt haben, Stas Petlinski. Der allerdings bestreitet, dass Marschalek russischer Spion sei. Wien, Österreich. Eine Sonderermittlungseinheit sucht seit Marschaleks Flucht nach Hinweisen zu seiner Russland-Connection und wird fündig. Inzwischen füllt die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft tausende Seiten. Die Ermittler stellen fest, Marschalek sei Teil einer, Zitat, nachrichtendienstlichen Zelle, derer Kapazitäten und Fähigkeiten sich russische Nachrichtendienste bedient hätten. Marschalek hatte lange vor seiner Flucht hervorragende Kontakte in den russischen Sicherheitsapparat. Was, wenn Marschalek Wirecard in russische Geheimdienstaktivitäten eingespannt hat? Schließlich wickelte der einstige DAX-Konzern auch Zahlungen für Behörden ab.
Das Bundeskriminalamt war Großkunde. V-Leute wurden über Wirecard bezahlt. Flossen sensible Daten ab an eine feindliche Macht? Ich glaube, dass Jan Marsalek eingebunden war in eine breitere russische Absicht, dem Vertrauen in das deutsche Finanzsystem zu schaden und dass Wirecard maßgeschneidert wurde, um Informationen zu beschaffen und auf der anderen Seite aber auch gezielt das Vertrauen in den Finanzmarkt zu stören. Und weil das eine so relevante Sicherheitsfrage für andere DAX-Unternehmen, für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Politik ist, glaube ich, sind wir alle in der Pflicht, ganz genau hinzugucken. Schon 2021 sollte ein Untersuchungsausschuss den Wirecard-Skandal aufklären. Doch BND-Präsident Bruno Kahl wusste damals erstaunlich wenig über Marsaleks Vorleben. Im Abschlussbericht heißt es, Zitat, dem Bundesnachrichtendienst hätten vor der Flucht von Herrn Marsalek weder zu Wirecard noch zu Jan Marsalek Hinweise vorgelegen, die einen möglichen Bezug zu ausländischen Nachrichtendiensten thematisiert hätten. Ich glaube, dass die neuesten Recherchen es sehr, sehr wahrscheinlich werden lassen, dass genau das der Fall ist, dass es sich hier auch um eine russische Spionage-Einflussoperation handelt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit einem Sonderermittler jetzt in diesem konkreten Fall versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Jan Marsalek. Auf Anfragen reagiert der einstige Wirecard-Manager nicht. Für deutsche Fahnder scheint er unerreichbar, unbehelligt und unter falscher Identität. Der Wirtschaftskrimi Wirecard scheint zum Agenten-Thriller zu werden. Eine Frage bleibt bisher unbeantwortet. Wurde das Unternehmen etwa von Anfang an für eine breit angelegte Spionageoperation aufgestellt? Was denkst du? Schreib's uns in die Kommentare. Und wenn du mehr darüber wissen willst, wie CIA-Agenten Nazis für die geheime Gruppe Stay Behind rekrutierten, schau dir unser Video NATO-Schattenkrieger an.